Mit Hans wollten Sie? Wie bitte? Spreche ich mit Hans vor der Ziege? Vor der Ziege. Ja, ja, vor der Ziege. Wer ist da? Herr vor der Ziege, hier ist Lynn Meyer. Ich bin Kontrabassistin. Was für einer? Wer ist da? Lief Meyer. Ich bin Kontoberaterin von der Firma Fidelio Solution. Herr Hans, ich habe gesagt, Nein, das heißt Herr Vorderziege. Wir sind hier nicht beim Du, junge Frau. Wie bitte? Das heißt Herr Vorderziege. Was haben Sie nicht verstanden? Ich glaube, Sie verstehen nicht. Mein Name ist Vorderziege. Ich werde hier nicht mit dem Vornamen angesprochen. Ich glaube nicht, dass wir zusammen im Sandkasten gespielt haben. Okay, Entschuldigung. Herr Vorderziege. Ziege. Ich habe gesagt, so schwer. Herr Vorderziege. Entschuldigung. Herr Vorderziege. Ich habe gesehen, wie Sie sich über Onlinehandel interessieren. Amazon? Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Hallo? Sind Sie von Amazon? Ich hatte mich beschwert. Nein, den kneifenden Unterhosen. Nein. Doch. Wegen Onlinehandel. Ja, ich hab zwei Packungen bestellt. Nein, und die sind zu eng. Nicht Amazon. Na doch. Zum Beispiel mit Bitcoin oder Aktien. Nee, das habe ich ja nicht bestellt. Mir geht's jetzt ja primär um die zu engen Unterhosen. Die muss ich ersetzt haben. Verstehen Sie das Problem? Herr Vorderziege. Ja, ich bin am Telefon. Herr Vorderziege, das ist wegen Onlinehandel. Ich rufe Ihnen wegen Onlinehandel, zum Beispiel mit Bitcoin oder Aktien. Können Sie mir Geld investieren und damit Geld verdienen. Können Sie mir mal jemanden geben, der Deutsch sprechen kann? Ja. Ja, dann los. Okay. Ihre E-Mail-Adresse ist Vorderziege. Ha, was, bitte? Google E-Mail. Vorderziege, googleemail.com. Ich möchte bitte mit jemandem sprechen, der Deutsch kann. Okay, kleinen Moment. Das ist ja unglaublich, sowas. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, hier vor der Ziege, grüß Gott. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Wer will das denn wissen? Ich bin Nadia Schmidt. Sind Sie Hans vor der Ziege? Am Telefon. Sehr gut, das freut mich. Wie geht es Ihnen heute, alles? Wie ist Ihr Tag? Ha, wie bitte? Das ist ja noch schlimmer als vorher. Gibt's bei Ihnen jemanden, der Deutsch kann? Ich spreche auch sehr gut Deutsch. Warum verstehen Sie mich nicht? Weiß ich nicht. Okay, möchten Sie mit dritten Arbeitskollegen sprechen? Nee, ich möchte mit jemandem sprechen, der Deutsch kann. Okay, ganz gut, ja? Meine Güte. So ist alles gut bei Ihnen. Ha, wie bitte? Okay, gleich. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Vorderziege, Hans. Ja. Wie geht es Ihnen? Wer will das denn wissen? Hier ist Lisa Morell. Das ist menschliche Frage, ja? Wie geht es Ihnen? Das ist wie eine Gruß. Ja, so, aber erstmal stellt man sich vor. Aber das scheint bei Ihnen scheint der Anstand ja keinen Stellenwert zu genießen. Mein Name. Okay, ich kann jetzt sagen. Mein Name ist Lisa Morell. Ich rufe gerade von Supportabteilung. Ah, ich sehe in meinem System, Doktor, dass Sie... Sind Sie die Tochter von Dr. Morell? Ich bin nicht Tochter von Dr. Morell. Ich bin eine Generation von Dr. Morell, ja? Ja, das ist großartig. Wie geht's ihm denn? Dankeschön. Mir geht es sehr gut. Nee, perfekt. Ich meine dem Dr. Morell. Wie geht ihm das denn so? Bestimmt perfekt. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht telefoniert.
Ja, das hätte ja sein können, weil seit dem Krieg ist er ja untergetaucht, nicht wahr? Wissen Sie, ich bin nur Generation. Heißt das nicht, dass der direkte Verwandte ist von mir? Verstehen Sie, ach, was ich so meine? Das, ja, das meine. Kann ich ja nicht wissen, nicht wahr? Ja. Herr Vorderziege, wir arbeiten hier und wir wollen nur mit den Kunden, also klar, telefonieren und solche Fragen anstellen, was ich jetzt anstellen werde. Wenn Sie mir zuhören, das wäre sehr gut sein und ich bedanke Sie. Ja, nachher. Okay. Herr Vorderziege, also, die Sache ist folgendes. Wir sehen in unserem System, dass Sie keine Interesse mehr haben, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Wir haben Pflicht nach neues Jahr. Wir haben Pflicht, die Menschen, die keine Interesse haben, das zu wissen, warum haben sie keine Interesse. Das brauchen wir für Statistik. Und falls sie das Geld verloren haben beim Trading, ja, wir werden das Geld auszahlen lassen. Ja. Auszahlen lassen. Wir arbeiten schon dafür. Und auf ihre, weiß ich nicht, gleiche Art und Weise, entweder Visa oder Mastercard, das Geld gut schreiben, ja? Ja? Verstehen Sie mich? Aber vorher, wir wollen zustimmen, klar zustimmen, also wenn ich nicht in unverbale Situation, mit welchem Mensch ich rede, klar, das soll ich wissen von Ihrer Seite. Wie große Investitionen haben Sie auf dem Finanzmarkt investiert? Können Sie mir sagen? Na, ich habe 5.000 Euro verloren, nicht wahr? Sie haben 5.000 Euro, das ist sehr wenig Geld vom Finanzmarkt. Es gibt sehr viele Menschen, die mehr als 100.000 Euro verloren und 5.000 Euro, Sie kriegen das sehr schnell, wie wir das schaffen werden, okay? Also aber Sie holen mir das jetzt erstens zurück? Wir werden auszahlen lassen von Bitcoin Blockchain-System. Aber die Sache ist folgendes, vor der Ziege. Herr Vorderziege, ja, was wir wollen wissen. Wir haben mehrere Unternehmer zugeschlossen wegen der schlechten Management und schlimmsten Berater. Die sind mehrere Unternehmer, die sind von der Arbeit gefeuert. Ja? Ja. Verstehen Sie mich, was ich meine? Und genau deswegen kann es möglich sein, dass Sie und es gibt auch mehrere Kunden, die mit solchen Management und Berater zu tun gehabt, die nicht korrekt gearbeitet haben. Ja. Genau deswegen, wir sollen diese Fehler, vor der Siege, wir sollen diese Fehler jetzt umgekehrt machen. Das heißt, wir sollen alle Vorteile und Bedingungen, was für unsere VIP-Kunden geeignet sind, dass sie auch kriegen. Das heißt, VIP-Kunden sind solche Kunden, die Geld investiert haben mit schlimmsten Berater und schlimmsten Management. Ja. Und wir haben das Geld ausgezahlt. Wie groß war Ihre Investition? Sie haben mir gesagt, das ist 5.000 Euro. Ja. Und wir werden das auszahlen lassen. Aber wir brauchen Ihre Personalausweis von vorne und Rückseite unter meine E-Mail-Adresse oder unter meinen Kollegen E-Mail-Adresse. Mit wem haben Sie gerade telefoniert? Die Frau ist... Na, ich weiß Name? Es nicht. Die haben alle so unverständlich Sie gesprochen. Okay, haben Sie verstanden? Ja. Gut, perfekt. Wenn Sie das verstanden haben, das hat mir sehr gefallen, weil meine Kollegin hat mir gesagt, Sie haben noch nicht richtig verstanden, was wir brauchen. Wir brauchen kaum, gar nichts, überhaupt nichts. Wir wollen, dass die Menschen zufrieden sind mit unserer Hilfe, mit unserer Arbeit. Wir sind orientiert auf Ihre Gewinne. Wenn Sie gewinnen, gewinnen wir auch. Und falls Sie verlieren mit unseren Unternehmensfehler, das sollen wir diese Fehler umgekehrt tun. Das heißt, was, Sie kriegen das, also Sie haben mir gesagt, dass Sie 5.000 Euro verloren haben. Ja. Mit irgendeinem Management oder schlimmste Berater, die wir von der Arbeit gefeuert haben. Ja? Ja. Verstehen Sie mich? Ja. Genau deswegen, Sie kriegen das Geld auf gleiche Art und Weise. Welche auf gleiche Art und Weise heißt das? Entweder Visa oder Mastercard können wir das gut schreiben, ja? Aber bevor wir das tun, wir brauchen von Ihrer Seite Personalausweis von vorne und Rückseite, okay? Ja, das ist kein Problem. Brauchen Sie auch die Krankenkassenkarte für den Herrn Doktor? Welchen Doktor? Na, Dr. Morell. Ich
bin nicht Dr. Morell, ich bin Frau Morell, ja? Ja, ja, Sie sind die Partnerin, ich habe das schon verstanden. Doch, gut, perfekt. Ja. Also, kennen Sie Dr. Morell? Ja, natürlich. Wir haben okay, ja zusammen gedient. Okay. Hallo. Also, Herr Förderziege, was wir von unseren Kunden brauchen, das ist Personalausweis von vorne und Rückseite. Und machen Sie Selfie-Fotos. Kennen Sie Selfie-Fotos? Das ist ein was soll Selfie? Ich bitte? Selfie-Foto. Vom Service? Selfie, nicht Service. Selfie. Verstehe ich nicht. Okay, das spielt keine Rolle. Können Sie Computer einschalten? Ha, was bitte? Computer einschalten, Computer. Soll ich den anmachen? Schon, genau, schalten ja. Sie Computer ein. Das kann okay. Ich gerne machen, Frau Doktor. Perfekt, perfekt. Doktor Smedzachi. Ha, wie bitte? Also, ja, ja, klar. Machen Sie das bitte. Ja, ich habe ja nächste Woche noch einen Termin bei Ihnen. Kann ich denn vorher noch mal Aspirin-Rezept bekommen? Da würde ich nachher meinen Enkel schicken. Hallo? Frau Doktor? Also schalten Sie Computer ein? Ja, Frau Doktor, der ist schon eingeschaltet. Okay, schreiben Sie India Suchfeld ganz oben. Indien? India Suchfeld. Suchfeld. Wo denn? Also ganz, ganz oben ist bei mir Arbeitsplatz, Paint, Arbeit. Papierkorb, Diskriptor, Word okay. nein. Und Virtual Klondrive. Sie sollen Google Chrome öffnen. Google. Google? Genau, perfekt. Ja, einen genau. Moment bitte. Kann ich denn das Rezept nachher abholen? Welches Rezept? Was meinen Sie? Sie brauchen diese 5.000 Euro, was Sie verloren haben. Ja, aber ich brauche ja auch das Rezept für Aspirin im Prinzip. Okay, Sie kriegen das auch. Ja, so schicke ich nachher meinen Enkelsohn bei Ihnen vorbei. Okay, alles klar. A wie Anton, bitte schreiben Sie. H wie bitte? Ja, ich muss nur kurz was zu schreiben holen. Nein, nicht kurz, in der, im Computer. Wie meinen Sie das? Ich melde mich per E-Mail. Können Sie E-Mail öffnen? Ach so. E-Mail? Warum ist okay. Das so laut bei Ihnen? Können Sie das mal ausmachen? Das ist Callcenter. Wir können nicht das alles ausmachen. Warten Sie kurz, wir machen das. Aber das ist ja nicht freundlich. Hallo. Okay, Sie kriegen gleich, ja, von meiner Seite. Was denn? Ist das E-Mail. Sie kriegen E-Mail. Das ist gut. Soll ich jetzt bei E-Mail reingucken? Okay, warten Sie kurz. Hallo. Warten Sie kurz bitte auf die Linie. Sie kriegen gleich, ja? Auf die Linie okay. Soll ich warten? Genau. Was bedeutet das? Ist das Ihre E-Mail-Adresse hasbirgit92@gmail.com? Nee. Nein? Okay, warten Sie kurz bitte. Was ist denn da los bei Ihnen? Okay, ist das forderziege@googleemail.com? Ist das richtig? Das ist meine Anschrift, ja.
Das ist okay. Unter diese E-Mail-Adresse, Sie kriegen gleich, ja? Ja. Link. Ich warte. Okay, warten Sie kurz bitte. Wie ist denn nächste Woche die Sprechstunde beim Herrn Doktor? Beim Herrn Doktor? Warten Sie kurz bitte. Wir wollen das Geld, dass Sie da diese 5000 Euro gut schreiben, ja? Ja, Frau Doktor. Haben Sie Frau, Ehefrau? Habe ich bitte? Haben Sie Ehefrau? Nee, die ist gestorben. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Hahn. 87. Sie sind 87. Ja. Wo wohnen Sie? Sie wohnen in Deutschland, ja? Ja, natürlich. Okay. Ich war in Deutschland einmal, ganz oben, in also Schleswig-Holstein. Wo wohnen Sie? In welcher Erde? Können Sie mir sagen? In welcher Erde? Das ist Schleswig-Holstein. Nee, ich wohne in Baden-Baden. Oh, Baden-Baden, wunderschön. Das ist unten im Süden, unten, falls Sie das kennen. Okay. Ah, ja, 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 klar, Baden-Baden, ja, 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 ja. Ich kenne. Das ist gut. Ja, also ich mag die deutschen Menschen. Ja, wo kommen Sie denn her, sagen Sie mal? Ich komme aus Frankreich. Ach so. Ich dachte, Sie sind... Ja, das verwundert mich jetzt ja. Der Herr Doktor hat noch nie Französisch gesprochen. Ja, aber Morel ist ein typisches französischer Nachname, ja? Ja, ja, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Oh, haben Sie Kinder, Enkelkinder? Ja, drei Stück. Ach so. Und kommen die als Besuch bei Ihnen? Nee, das ist jetzt ja verboten. Wegen Corona. Ja, ja, das ist ja. Das darf man Wie lange haben Sie Ihre Verwandte nicht gesehen? Oh, das ist lange her. Das ruft auch keiner an. Warum? Weiß aber ich das nicht. Müssen alle arbeiten. Aber ich rufe sehr oft bei Ihnen an. Ist okay? Ja, das können Sie gerne machen, Frau Doktor. Sie haben gerade von meiner Seite, öffnen Sie bitte E-Mail. Havi, bitte? Öffnen Sie bitte Ihre E-Mail. Ihre E-Mail, öffnen Sie bitte. Ja, einen Moment bitte. Okay, gut. Es funktioniert gerade nur meine VM nicht, deswegen dauert das jetzt gerade okay. Einen Moment. Okay. Ich wollte es ja gerne auch bildlich machen, aber dann muss es halt mit Ton funktionieren. So, und von ich habe so viele neue. Sind Sie Ina Pampers? Sie haben E-Mail gekriegt. Ja, ganz von, viele. Die letzte, was Sie gekriegt haben. Viagra jetzt zum niedrigsten Preis bestellen. Das wollte ich aber gar nicht haben. Das ist die letzte. Ja, das ist die letzte. Viagra jetzt zu besten Konditionen bestellen. Das brauche ich aber gar nicht. Nein, Sie haben von Fidelio Solution ein E-Mail gekriegt. Nee. Sie haben, also steht Handeln oben. Havi, bitte? Handeln. Das verwirrt mich alles sehr, was Sie hier mit mir machen. Also, Sie haben ein E-Mail von mir gekriegt. Haben Sie verstanden? Ja, ja, ich bin ja der deutschen Sprache mächtig als einziger hier. Ja. Ja. Okay. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen Pervitin gebrauchen. Können Sie mir das aufschreiben als Rezept? Also, Sie haben von Leimeyer at Fidelio Solutions ein E-Mail gekriegt. Ja, Liumeier. Gesundheit. Hallo? Liumeier. Ja, ja, Sie haben Liumeier at Fidelio Solutions ein E-Mail gekriegt. Ach, jetzt sehe ich das. Okay, öffnen Sie bitte das. Ja.
öffnen Sie bitte. Ja. Sehen Sie unten Link anydesk.com, https anydesk.com. Sehen ja. Sie? Drucken Sie drauf. Drucken Sie. Was soll ich ausdrucken? Dieser Link, was ich Sie geschickt habe. Ja. Haben Sie gedruckt? Anydesk. Ausdrucken wird gemacht. Genau. Genau. Haben Sie, und was sehen Sie? Ja, das dauert noch ein bisschen. Mein Drucker ist relativ alt. Okay. Okay, okay. Verstehen Haben Sie, Sie diesen Link gedruckt? Haben Sie diesen Link gedruckt? Jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Ist alles in Ordnung. Okay. Okay. Ja, das, ich habe halt nicht mehr den neuesten Drucker, nicht wahr? It's okay. Also das dauert, aber wir warten. Ja, ja. Da bitte ich ja drum. Ich warte auf Sie. Auf diese was bitte? Seite. Wir warten jetzt, bevor das nicht geöffnet wird. Also ich habe das jetzt ausgedruckt. Haben Sie diesen Link gedruckt? Link. Ja, ich habe das jetzt in A4 vorliegen. Was haben Sie gedruckt? Anydesk.com? Ne, ich habe die E-Mail ausgedruckt. Ach so, nur die E-Mail. It's okay. Und was sehen Sie? Ha? Ja, ne, ich habe das jetzt ausgedruckt. Und sehen Sie irgendetwas? Ja, da steht der Inhalt von der E-Mail drauf, diese Adresse ja im Prinzip. Und unten sehen Sie irgendwo https.anydesk.com. Ja, ja, ich habe das ja ausgedruckt, ich kann das alles sehen. Haben Sie gesehen Anydesk? Ja, ich habe das ja ausgedruckt. Ich habe das ja hier vorliegen. Okay, sehen Sie Remote Desktop Software? Nee, ich habe ja, nur das, was hier in der E-Mail stand. Ich habe das ausgedruckt. Ich habe einen Pentium-Drucker. Nein, Sie sollen jetzt Anydesk drucken. Anydesk. Ja, ich habe das doch schon ausgedruckt. Soll ich das nochmal drucken? Muss ich das unterschreiben? Hallo, Frau Doktor? Frau Doktor Morell? Das war bestimmt ein britischer Fliegerangriff. Frau Doktor? Frau Doktor? Ja, also... ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, bei mir ist alles so in Ordnung und bei Ihnen ist nicht alles in Ordnung, ja? Nee, deswegen sollen Sie mir ja helfen. Ja, aber wie kann ich Sie helfen, wenn Sie anydesk.com nicht runterladen können? Wie kann ich Sie helfen? Wieso runterladen? Sie haben gesagt, ich soll das ausdrucken auf Papier. Nein, nicht... Nein, nein, nicht auf Papier ausdrucken. Sie sollen öffnen, Link öffnen. Dann sagen Sie das doch gleich. Sie haben immer drucken gesagt. Und dann habe ich das ausgedruckt. Das ist halt nein, das Problem. Nicht ausdrucken. Öffnen. Ja, dann mache ich das. Ja, muss die E-Mail wieder aufmachen. Ich dachte, ich wäre jetzt schon fertig damit. Genau, nur öffnen. Einen Moment bitte. Okay, bitte. Kann ich denn auch noch einen Termin für meinen Enkeltochter ausmachen, wenn wir schon telefonieren? Nachher. Ja, gut. Das ist sehr freundlich. Ich wusste gar nicht, dass der Herr Doktor verheiratet ist. Das hat er auch nie erzählt. Hallo? Hallo? Ja. Warum sind Sie denn dauernd weg, Frau Doktor? Ich mache mir jedes Mal Sorgen. Ja, aber ich will nur wissen, haben Sie geöffnet oder nicht? Ja, ich habe das geöffnet. Was sehen Sie? Sehen Sie Remote Desktop Software? Ja, ich spreche kein Englisch, nicht wahr? Okay, sehen Sie grüne Taste? Grüne Taste oder drei gelbe Kasten unten? Nein, grüne Taste. Ja? Sehen Sie? Soll ich da drauf drücken?
Genau, drücken Sie drauf. Ja, einen Moment bitte. Das soll runtergeladen werden, unten linke Seite. Unten linke Seite? Ja, drücken Sie grüne Taste erst einmal, drücken Sie. Das ist alles unverständlich. Haben Sie gedruckt oder nicht? Ausdrucken? Nein, nicht ausdrucken, drucken. Das können Sie sich nicht mal entscheiden. Wollen Sie das drucken oder nicht? Ja, Sie haben gesagt, ich soll das drucken. Dann müssen Sie drücken sagen. Dann weiß ich, dass ich da drauf drücken soll. Drauf drucken sollen. Ja, also dann müssen Sie drücken sagen und nicht drucken. Drucken. Da wird man ja wahnsinnig in der Murmel. Haben Sie schon gedruckt? Ja. Und was sehen Sie jetzt auf dem Bildschirm? Da steht, wird heruntergeladen. Voraussichtliche Zeit 3 Minuten 12 Sekunden. Okay, warte. Ha, wie bitte? Frau Doktor? Sie können nicht immer auflegen. Frau Doktor? Hallo? Ich glaube, jetzt ist die Verbindung weg. Ich rufe Sie dann nachher nochmal an, ja? Hallo? Frau Doktor? Hallo? Frau Doktor? Ich leg dann auf, ne? Wiederhören?